Willkommen in Afrika, an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz zur Konzertreihe Musik am Abend, organisiert von dem Archiv für die Musik Afrikas. Hier ist das afrikanische Musikarchiv zu Hause. Ein Paradies für Musik- und Schallplattenliebhaber. Fast 12.000 Tonträger werden hier aufbewahrt. Viele Nationen haben natürlich Radioarchive, aber ein Archiv, was sich bemüht, Musik von allen Ländern des Kontinents möglichst zu sammeln und den Schwerpunkt dabei auf populäre Musik legt, ist tatsächlich bisher noch nicht existent in der Form. Seit der Gründung 1991 beschäftigt sich das AMA nicht nur mit dem Archivieren von Tonträgern, sondern organisiert regelmäßig Veranstaltungen. Eine sehr große Veranstaltung, die jetzt im Sommer bevorsteht, ist eine Masterclass mit Lecture Series zur Anthropology of Music, wo der berühmte amerikanische Musikethnologe Stephen Feld über seine Arbeit berichten wird. Dembo Jobate aus Gambia und Lisette Biron aus Frankreich haben gerade im Rahmen der Reihe Musik am Mittag ein Konzert gegeben. Davor hatten sie Chorerspiel und Chorerbau erläutert. I have a chance to visit the archive and a special thing that because once I asked them about one of a song from my grandfather, Alhaji Baye Conte, and they searched it from their computer and then saw it. They have it locally, and they went for it and bring the CD and play it for me and I listened to it. That was really special for me, yeah. Leider war ich nur bei zwei Veranstaltungen bisher und die fand ich alle gut. Also jetzt gerade auch, dass man jetzt nochmal auch wirklich längere Stücke vorgespielt bekommen hat und dann jetzt im Anschluss nochmal die Möglichkeit hatte, mit den Chora-Spielerinnen zu sprechen und sogar selbst mal auszuprobieren. Musik ist wichtig in jeder Kultur und gerade für die Ethnologiestudenten, die sich ja intensiv mit Kultur im Ganzen auseinandersetzen. Auch Wissenschaftler sind dankbar für die Möglichkeit, forschungsnahe Recherchen vor Ort durchzuführen. Ich begleite so ein Projekt über die kongolesisch-moderne Musik. Ich habe versucht, sogar selbst im Kongo etwas zu bekommen. War es nicht so einfach, aber hier kann man schon viel finden. Am AMA wird seit letztem Jahr auch ein Podcast von Studenten für Studenten produziert. Betreut von Cornelia Günauer, die derzeit selbst über Wahlkampfmusik forscht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des AMA-Casts. Heute beschäftigen wir uns mit Chora-Musik aus Gambia und haben dazu auch einen spannenden Gast, Dembo Jobate. Zum einen haben wir den initiiert, damit das Archiv mal mehr sichtbar wird öffentlich. Und die andere Idee war auch, Studenten einzubinden, dass die sich hier mit dem Material auseinandersetzen können. Also nicht immer nur das Format Hausarbeit, sondern dann vielleicht mal eine Podcast-Episode machen. Afrikanische Musik an der Johannes Gutenberg Universität. Oft live und gesammelt in einem einzigartigen Archiv. Für die Studierenden ist es interessant, weil sie erstens Musikstile kennenlernen, die sie sonst sicherlich nicht kennengelernt hätten, die einfach hier präsent sind. Das ist sicherlich eine seltene Gelegenheit, hier mit dem Material arbeiten zu können, das überhaupt kennenzulernen, was es gibt. Und auch, was zusehends auch heutzutage wichtig ist, die ganze materielle Qualität so einer Platte. In einer Zeit, wo die meisten Leute Musik über Downloads konsumieren, sich nochmal zu überlegen, was es bedeutete, Platten aufgelegt zu haben. Wir haben hier eben Shellacs, die in Ghana wahrscheinlich in den 50er Jahren auf Partys aufgelegt werden und sozusagen die Aura des Objekts auch im Seminar mal kennenzulernen, sich vorzustellen, dass mit auf dieser Platte eben irgendwo in den 50er Jahren in Accra getanzt wurde, ist natürlich auch was sehr Besonderes. Man muss also nicht unbedingt Musik selbst empirisch untersuchen, um sich dafür begeistern zu können. Jeder ist hier willkommen, auf eine musikalische Zeitreise nach Afrika zu gehen.